So, guten Abend mal wieder hier vom Cap Formentor auf Mallorca. Den Leuchtturm, den ihr da im Hintergrund seht, den kennt ihr schon aus einem Video, was ich hier schon mal veröffentlicht habe. Damals ging es hier um einen Sonnenaufgang, der direkt unmittelbar hinter diesem Leuchtturm zu stehen kam. Heute bin ich mal zum Sonnenuntergang hier. Allerdings fällt der Sonnenuntergang heute, glaube ich, aus, denn es ist total bewölkt, ziemlich ungewöhnlich für Mallorca im Sommer. Trotzdem tummeln sich da unten ganz viele Touristen, stehen sich da unten gegenseitig auf den Füßen. Dutzende von Autos stehen da auf dem Parkplatz. Ja, und da hatte ich eben keine Lust mehr. Ich bin hier oben auf den Berg raufgefahren. Und ich habe mir mal überlegt, ich möchte mal aus der Not eine Tugend machen und möchte mir die vielen Touristen zunutze machen. Die fahren nämlich hier ständig mit den Autos auf dieser Serpentinenstraße rauf und runter. Und ich möchte heute Abend eine Langzeitbelichtung machen, um eben diese Lichtspuren hier auf der Straße im Bild festzuhalten. So, es ist jetzt langsam dunkel genug. Das wäre also der ideale Zeitpunkt hier für mein Foto. Allerdings ist natürlich immer irgendwie was. Jetzt sind keine Autos mehr da. Das Wetter ist so schlecht. Es ist ziemlich windig hier, es ist bewölkt, gerade hat es auch ein paar Tropfen geregnet. Alle Touristen sind abgehauen. Da steht noch ein einziges Auto da vorne auf dem Parkplatz und da liegt jetzt gerade meine komplette Hoffnung drauf. Ich hoffe nicht, dass es das Auto vom Leuchtturmwärter ist, der heute Nacht hier bleibt. So, ich glaube, ihr könnt das jetzt gerade sehen. Die Scheinwerfer vom letzten Auto sind angegangen, also der wird jetzt zum Glück noch wegfahren. Das finde ich natürlich jetzt nicht so toll, dass ich nur einen einzigen Versuch habe, aber ich gucke einfach mal, was dabei rauskommt, sonst muss ich einfach nochmal wiederkommen. Ja, man lernt ja nicht aus. Ich hatte leider nur einen Versuch zur Verfügung. Das hat aber jetzt leider nicht geklappt. Es war nämlich einfach noch zu hell. Das Ergebnis sieht man dann hier im Bild. Die Umgebung ist viel zu hell. Die Strichspur ist im Vergleich dazu viel zu dunkel. Also ich muss hier noch viel länger warten, bis es viel, viel dunkler wird. Und dann muss in dem Moment auch noch ein Auto vorbeikommen. Und dann habe ich gesehen, dass das Auto von ganz oben bis ganz nach unten mindestens eine Minute braucht, eher vielleicht noch anderthalb Minuten. Ich werde also hier mit Belichtungszeiten etwa von 90 Sekunden rechnen müssen. Und was ich hier zur Verfügung hatte, waren gerade 30 Sekunden, weil es einfach noch viel zu hell war. Also heißt es für mich einfach nochmal, irgendwann nochmal wiederkommen, das Ganze nochmal probieren, dann mit etwa 90 Sekunden Belichtungszeit und dann wird es auch klappen. Ja, willkommen zum zweiten Teil meines Fotoexperimentes. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe mich heute mal ganz weiß angezogen, damit ihr mich besser erkennen könnt, denn jetzt ist es wirklich Nacht. Es ist hier stockdunkel, ich muss gleich im Stockdunklen hier auch wieder runter. Und meine Hoffnung ist aber, dass trotzdem Leute hier sind, denn es ist nämlich Samstagabend und da sind einfach mehr Leute unterwegs. Und außerdem hat man gerade einen ganz fantastischen Sonnenuntergang hier am Cap Formentor. Und da ist einfach meine Hoffnung, dass noch ein paar Leute hier zum Leuchtturm hochfahren und hinterher natürlich auch wieder runterkommen. Und die werde ich dann erwischen. So, es geht jetzt los. Da hinten fahren jetzt Autos weg. Ich muss allerdings die künstliche Beleuchtung ausmachen, weil ich hier sonst im Bild nichts mehr sehen kann. Dann wird hier vorne alles überstrahlt. Ich mache also das Licht aus, ihr bleibt aber weiter dabei und ich starte die Aufnahme. Bis gleich. So, und das hat doch jetzt beim zweiten Mal wesentlich besser geklappt. Die Daten sind folgende. Ich habe hier belichtet 83 Sekunden lang bei Blende 5,6 und ISO 800. Und ich denke, von den Belichtungswerten ist es soweit in Ordnung gewesen. Also ihr seht mich begeistert. Man sieht also ganz deutlich hier die Lichtspuren. Die Umgebungshelligkeit ist auch ein bisschen vorhanden. Und ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen raus, worauf ich achten muss. Und wenn ihr das nachmachen wollt, achtet wirklich einfach darauf, dass es richtig dunkel ist.